Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 3. November 2022. Einen wunderschönen, kalten, nebligen Donnerstag. Uns hat es halt sehr genebelt. Ja, ja, das ist für November normal. Ja, lassen wir das. Das dumme Wetter, was jetzt kommt, was ich nicht mag. Wir kommen zum Donnerstag und schauen wir mal, was uns die Energien so sagen. Leidenschaft. Gedanken machen. Zauberin. Und Gefühle. Okay, also. Wir sollen uns Gedanken machen, für was wir brennen. Was unsere innere Zauberin, unsere inneres... unsere innere Stimme oder uns hier so zuflüstert. Weil das ist jetzt ganz wichtig, weil ihr wisst ja, Manifestationen sind jetzt sehr im Vordergrund, deine Gedanken sind sehr im Vordergrund und du sollst das jetzt fühlen, was du, für was du leidenschaftlich brennst. Ja, denn das wird großen Erfolg haben. Also wir kommen wieder auf das hin, auch wenn es Geld ist. Also da gibt es viele Glaubenssätze, die sagen, oh, Geld und bla bla bla. Nein. Für was du brennst und wenn es Geld ist. Geld ist gut, Geld ist eine Energie, alles gut. Weil mit Geld kannst du dir das kaufen, was du möchtest. Du isst ja nicht das Geld oder hortest es daheim und das ist schlecht. Nein, mit dem Geld machst du ja das, was du gerne haben möchtest. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte einen Schrebergarten, ist, glaube ich, ganz wenig in dir, was dagegen spricht. Wenn du aber sagst, ich will Geld, dann heißt, ah, Geld macht böse, Geld ist korrupt, Geld ist keine Ahnung was. Der Schrebergarten ist gut, aber Geld ist blöd. Aber mit dem Geld kaufst du den Schrebergarten. Also hör auf, Geld zu verteufeln, ganz, ganz wichtig. Mach dir Gedanken über deinen Neuanfang, ja, und pass auf deine schlechten Gefühle auf. Weil das ist es hier, Geld. Du wünschst dir Geld, Geld macht aber schlechte Gefühle, der Schrebergarten aber nicht. Also, Geld ist nur Energie. Geld ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Auch wenn die noch so viel reden, dass Geld schlecht ist und keine Ahnung was alles. Blödsinn. Geld hilft der Familie. Nachricht. Großes Glück. Ja, ich sage es, großes Glück, weil da Erfolg liegt. Und Hobby. Also, es ist die Zeit, wo du wirklich genießen solltest. Auch wenn das draußen überhaupt nicht so ausschaut. Auch wenn draußen nur Chaos herrscht. Mach den Fernseher aus, mach alles andere aus. Schau nur noch das an, was du gerne anschauen möchtest, was dir Spaß macht. Geh mal raus, geh in den Park, in den Garten oder keine Ahnung wohin, ist vollkommen wurscht. Und genieße einfach, denn alles ist da. Weil es ist alles da. Und wenn du dir Sorgen machst, schlechte Gefühle hast wegen, keine Ahnung, wegen dem schönen Geld, logisch haben wir die alle, ganz klar. Keiner von uns hat jetzt keine. Wir haben alle Sorgen. Jeder muss sich irgendwo zurücknehmen. Das. Ja, wir wissen das alle. Aber wisse, dass wenn du Geld nicht verteufelst, dir, das ist ja das, du machst dir dauernd Sorgen, schlechte Gefühle wegen dem Geld. Wie soll ich meine Miete zahlen? Wie soll ich tanken? Wie soll ich Strom bezahlen? Wie soll ich Gas bezahlen? Wie alles wird teurer? Keine Ahnung. Ein Kübel Schmalz kostet 7 Euro. Ja, habe ich heute das gehört. Alles gut. Das ist alles wahr. Das ist alles richtig. Aber was tust du? Du machst dir den ganzen Tag Sorgen ums Geld. Das heißt, negativ ums Geld. Anstatt hier. Hier zeigt es dir. Schau, was du möchtest. Schau, wo du brennst. Wo deine Leidenschaft ist. Wo dein Hobby ist. Wo das ist, was dir wirklich Spaß macht. Denn deine Zauberin hilft für deinen Neuanfang. Und da ist Geld mit drin. Also, ganz wichtig. Machen wir mal ehrlich erst. Weltlich. Weltlich heißt hier, du kriegst hier dein oder anderen wirklich einen sehr großen Erfolg durch Geld. Da kriegt er eine Nachricht. In den nächsten Tagen, sage ich jetzt mal. Du weißt, die Energien rauf und runter. Beim einen kommen die morgen, beim einen kommen die erst in 14 Tagen. Aber das liegt hier in der Luft. Die Zauberin hilft, deine innere Stimme hilft. Das auch richtig zu sehen, du musst bloß hinschauen. Und das hilft dir, es hilft deiner Familie.
Aber hier steht speziell nachdenken. Das heißt, denk drüber nach, wo soll dein Neuanfang hingehen, wie soll der aussehen. Geld ist da natürlich eine große Rolle. Und ob das jetzt Online-Geld ist oder wie heißt das, Kryptowährung oder ich habe keine Ahnung, was alles gibt. Ganz ehrlich, ist mir doch egal. Ich kann es doch eh nicht steuern. Wenn man mich fragt, ich möchte Bargeld. Ich möchte Geld, was ich in meiner Hand habe, was ich ausgeben kann, für was ich will, ohne dass mir immer irgendjemand um die Schulter schaut, weil er in meinem Konten und was weiß ich alles Mögliche sieht. Geht den am feuchten Kehricht an. Aber kann ich das bestimmen? Wirklich? Nein. Aber ich kann dran denken. Also in meinem Denken, in meinem Wünschen gibt es immer Bargeld. Da ist mir das wurscht, was die anderen sagen. Bei mir gibt es aus. Und dieses Gedankenmachen kommt eben daher, weil wir jetzt Zeit der Manifestation haben. Ich kann es nur immer und immer und immer wieder sagen. Wir sind jetzt in einem Korridor und ich habe es schon mal erzählt, irgendjemand hat erzählt, frag mich nicht wer, aber irgendjemand hat erzählt, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, was du möchtest, treffe keine Entscheidung. Wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann musst du dir sicher sein, weil das eben so kommt. Und darum Gedanken machen, für was brenne ich? Was mache ich wirklich gern? Und darum steht hier Hobby und nicht arbeiten oder sonst irgendwas, sondern was mache ich gern? Und Geld liegt da, weil ich mit diesem Geld mir das alles leisten kann. Mir das alles leisten kann, für was ich brenne. Und das ist das, wo ich dann neu anfangen kann. Das Glück steht hier. Diese schlechten Gefühle liegen hier wirklich hier in der Geldreihe, weil da eben immer das große Geseder ist. Drum wird ja Geld immer schlecht gemacht. Drum werden Millionäre verteufelt und alle Millionäre sind schlecht und die müssen für ein Geld nichts tun und den schippen sie hinter den Fon eine und Geld gibt zu Geld und keine Ahnung, was man alles erzählt, wie viele tausend Sprichwörter es über das Geld gibt. Was meinst du, warum die gemacht wurden, warum es die gibt? Warum macht man Geld so schlecht? Dass man schlecht drüber denkt. Dass man seine Leidenschaft ins Negative zieht. Denk dran, wenn du das Geldthema für dich noch nicht bearbeitet hast. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Aber wenn du da noch ein Problem hast, dann mach's andersrum. Denk drüber nach, für was du brennst. Das steht hier. Du hast etwas in dir, was dir wirklich auch die Sprünge hilft. Du musst bloß in dein Gefühl gehen. Was möchte ich wirklich? Nicht das Ego. Also alles, was dich drängt, was du unbedingt, unbedingt machen musst, ist Ego. Für das du brennst, das ist eine sanftere Energie, eine Leidenschaft, das gebe ich nicht auf, aber es muss jetzt nicht mit aller Gewalt jetzt sein. Das mit aller Gewalt jetzt ist immer Ego. Und dieses sanfte Brennen in dir, das ist das, was das Herz möchte, was du wirklich möchtest. Und das ist mit dem Ego oft gar nicht so weit auseinander. Muss auch gar nicht. Und es ist egal, ob du spirituell bist oder nicht. Geld gehört dazu. Und man darf für seine spirituellen Sachen kein Geld nehmen. Ist genau der gleiche Krampf. Jeder Klavierspieler, der ein Talent hat, darf dafür Geld nehmen. Warum darf die Seherin dafür Geld nehmen? Ist alles der gleiche Blödsinn. Quatsch. Geld ist Energie. Und es ist für alle genug da. Und sag, wenn du da noch ein Thema hast, dann mach das über dein Hobby. Das, was du, für was brennst du? Was möchtest du wirklich? Möchtest du einen Schrebergarten? Dann wünsch dir dieses Schrebergarten. Und hör auf, darüber nachzudenken, wie du dir das leisten kannst. Wenn, dann kommst du dir in die Falle. Hör auf, dann lass es weg. Ist dir völlig egal, wie das kommt. Vielleicht schenkt es dir ja jemand oder der reiche Mann kommt. Oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Du musst aufhören, darüber nachzudenken, wie soll ich mir das leisten. Lass es raus. Wenn du das Geldthema noch hast, das noch nicht aufgearbeitet hast oder immer noch Widersprüche sind, lass es einfach raus. Und denke an das, was du wirklich möchtest. Denke an diesen Schrebergarten, an das kleine Häuschen oder was auch immer du möchtest. Vollkommen wurscht, an die große Villa. Auch egal. Wo dein Herz für brennt. Und wenn du sagst, du möchtest eine große Villa an der Côte d'Azur und in dein Inneren widerspricht sich da was, weil es dann heißt, ja, das sind dann ganz andere doofe Leute und dann weißt du, das ist Ego-Wunsch. Dann
dann schau mal, ob du wirklich eine Villa an der Côte d'Azur willst oder lieber ein Häuschen irgendwo bei deinen Freunden. Mit allen Schnickschnack von mir aus. Muss ja keine Villa sein. Du kannst ja mal als Häuschen Schnickschnack haben. Verstehst du? Ego. Ego ist immer das, was unbedingt brennt. Und wenn du in deinem Wunschtier irgendwo schlechte Gefühle drin hast, dann weißt du, es stimmt das nicht. Und dann musst du es nur auflösen. Oder eben so weit runtergehen, dass alles gut ist. Weil du musst ja so denken, wenn du dir jetzt bloß ein Strebergärtchen wünschst, obwohl du gerne ein Häuschen mit Garten hättest, aber das Häuschen mit Garten bei dir noch ein schlechtes Gefühl macht, aus welchen Gründen auch immer, du bist es nicht wert, du hast das Geld nicht oder, dann geh mal ein Stückchen runter. Komm runter und sag den Schrebergarten. Mal schauen, was da dein Gefühl sagt. Wenn dein Gefühl sagt, ja, Schrebergarten, das wäre schön, dann fang mit dem an. Du kannst nach dem Schrebergarten immer noch das Häuschen nehmen. Verstehst? Also du kannst ja langsam anfangen. Du musst immer so weit zurückgehen, dass es dir ein gutes Gefühl macht. Ganz wichtig. Wichtig ist auch zum Beispiel, ich möchte nur genug haben zum Leben. Das ist ein total blöder Wunsch. Das hört sich gut an. Hört sich bescheiden an. Aber nur genug haben, dann wirst du gerade so an der Existenzminimum dahin leben. So gerade genug. Das ist ein blöder Wunsch, den machen wir nicht. Weil das will ja keiner. Du musst dir ja vorstellen, willst du an der Existenzminimum leben, gerade noch genug zu haben? Nein. Du willst gut leben, zumindest. Zumindest gut. Oder immer wenigstens ein bisschen mehr haben, als du brauchst. Wenn du das bisschen weglassen kannst, ist ja noch besser. Mehr als du brauchst. Verstehst? So weit, wie du raufgehen kannst. Und da denkst du drüber nach. Und ich weiß, es gibt den Satz, du musst so tun, als wäre es schon da. Du musst dich fühlen, als wäre es schon da. Finde ich total bescheuerten Satz, das konnte ich nie. Aber du kannst auf diesen Wunsch zurückgehen, der wirklich aus dein Herz kommt. Und in dein Herz reingehen, in dir reingehen, in einer ruhigen Stunde und sagen, kriege ich das? Ist das möglich? Und dann, wenn du wirklich in dir bist, das Ego weglässt und die ganzen, wie soll das gehen, Geld, Blödsinn, alles weglässt, das ist alles Gedanken, alles Ego, wegschmeißen, sondern nur in dich reinhörst, kriege ich das? Wirst du ein großes Ja hören? Und dann kannst du das immer und immer wieder tun und du wirst jedes Mal ein Ja hören und jedes Ja macht dich sicherer und freudiger, glaub es mir. Und so kannst du peu à peu eine innere, wirkliche Sicherheit kriegen für das, was du möchtest. Aber du musst es so runterschreiben, dass du es möchtest, wenn du vorher deine Glaubenssätze nicht angeschaut hast. Eben, wenn du sagst, ich möchte ein Haus mit Pool, keine Ahnung, kostet 500.000, wenn du dir das noch nicht vorstellen kannst, weil so viel Geld gibt nicht und keine Ahnung, dann musst du runterkommen. So weit runterkommen, bis du dich wohlfühlst. Und glaube mir, wenn du das dann hast, kannst du es ja größer machen und immer größer machen. Es ist ja nichts, was du jetzt manifestierst für den Rest deines Lebens. Das machst du doch immer. Aber jetzt fängt es an, hier wirklich Gestalt anzunehmen. Und das ist eine Lernphase für uns alle. Und darum werden wir immer wieder daran erinnern, mach dir Gedanken, wofür brenne ich, was möchte ich wirklich, angelehnt an mein Hobby. Das ist eine Hilfe, das, was du gerne tust. Denn das wird jetzt großen Erfolg haben für dich, für die Familie. Es kommt ins Glück, ein Neuanfang. Die schlechten Gefühle sind nur dafür da, wenn du da nicht übereinstimmst. Dann hast du schlechte Gefühle und dann kannst du es auch nicht manifestieren. Dann manifestierst du mehr die schlechten Gefühle, weil die schlechten Gefühle komischerweise immer gewichtiger sind wie die Freude. Also du hast eher schlechte Gefühle, wie du Freude empfindest. Du kannst dich jetzt noch so freuen über das Häuschen, wenn dann der Gedanke kommt, kann ich mir nie leisten, kommt dieses schlechte Gefühl und das zieht alles runter, alles. Das kennst du selber. Und darum so weit runtergehen, wie du kannst und immer wieder dich selber fragen, Ego raus, wirklich in dein Herz, in deine Gefühle gehen, geht das? Und wenn du es am Tag 10-mal machst und 10-mal ein Ja hörst und das machst du, keine Ahnung wie lang, irgendwann weißt du, dass dieses Ja da ist. Und irgendwann weißt du, das kommt. Und dann kannst du durchatmen, dann kann sein außen, was will, du weißt, das kommt und kannst dich freuen. Und so ist das gemeint eigentlich, der Satz, du sollst dich schon so fühlen, aber das geht nicht so, wie die es immer sagen. Du musst das selber fühlen und das geht nur mit sich selber bestätigen. Eine Sicherheit in sich zu bekommen. Und darum musst du da alles wegtun, was nicht passt. Alles, was Ego ist. Und alles, was drängend ist. Und alles, was schmerzlich ist. Ich muss das noch bezahlen, das geht nicht oder so. Das ist immer alles Ego. Fühlen, ganz wichtig. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass hier gut wird.
morgen sollte ein schöner Tag sein, das sollte ich zum Abschluss auch noch sagen, wo wir viel Hobby machen können, wo wir großen Erfolg haben, mit was auch immer eigentlich wir wollen. Schlechte Gefühle haben wir nur, wenn wir es zulassen. Ansonsten soll es ein glücklicher Tag werden und für einen und anderen ein sehr, sehr glücklicher. Und alle anderen werden mit der Zeit glücklich. Und hier der Anspruch, denk an das, was dir Spaß macht. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine kleine Auflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme. Die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.